Hallo zu Golf. Auf den ersten Blick fragt man sich vielleicht, was dieses Spiel mit Mario zu tun hat, aber man sieht es hier schon, der Golfspieler ist Mario. Ich hatte gerade eben schon einen Aufnahmeversuch, der aber eher mäßig funktioniert hat, was simpel daran liegt, dass ich in so einem Sandgraben, also dass mein Ball in so einem Sandgraben lag, ich deshalb nichts mehr machen konnte. Also ich habe wirklich, es muss schon mindestens 20 Mal gewesen sein. Ach Mist, dass ich versucht habe, den herauszubekommen, aber es hat einfach nicht geklappt. Ja, genau, das lag da drin. Klappt ja diesmal ein bisschen besser. Oh, es klappt sogar. Und er geht viel zu weit. Letztes Mal hat er sich kein bisschen bewegt. Jetzt fliegt er so weit. Ich habe mal kurz gespeedet. Ja, ich muss einen anderen Schläger nehmen. Zum Schluss nix. Nehme ich mal den Vierer am Wing. Wobei der Vierer Wing noch weiter zu schießen scheint. Was gibt's noch? I, das weiß ich leider nicht, was es bedeutet. Ich muss sagen, dass ich mich Schwiesboards etwas damit auskennen mit diesen Schlägern. Wahrscheinlich schießt er eher hoch. Au, oh, schön! Soll ich jetzt natürlich den Putter verwenden? Yes! Unbeschreiblich gut. Der Wind kommt so. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder auf den Wing wechseln. Ne, der 1er Wing scheint der beste zu sein. Bestimmt heißt dieser Schläger nicht mal Wing und ich blamier mich die ganze Zeit. Aber ich hoffe einfach mal nicht. So, das, dafür wäre der Wing mir jetzt zu schade. PSWS, weiß ich leider nicht, was das bedeutet. Oh! Guter Wurf. Guter Wurf, genau. Guter Schuss. Was war das denn? Wo habe ich denn hingeschossen? Alles klar. Ja. Ich werde besser. Zwar nicht gut, aber besser. Ah, der Wind reißt nicht raus. Naja. Ich hätte gedacht, der Wind hat wenigstens etwas Einfluss. Ach, der Wind scheint irgendwie falsch eingegeben zu sein, weil er eben weiter nach links fliegt, statt nach rechts. Mach ich mal den Move. Okay, ich bin schon mal auf dem Grün. Der war zu doll. Der war zu doll. Okay, der war schon deutlich besser. Yes. Der Wind kommt von da, aber nicht so stark. Ah, vielleicht funktioniert das Ganze so, das kann ich mal testen.
Okay. Das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht. Und er landet im Bunker. So ein Bunker. Heißt das Bank? Sandbank. Da würde das Wort wenigstens einen Sinn ergeben. Oh, der war gar nicht schlecht. So. Ah, leider. Den muss ich direkt reinschießen. Der Wind kommt von da, das bedeutet, ich schieße so. Was? Na, der Wind hat jetzt nicht viel beigetragen. Ich probiere nochmal diesen Viererwing. Okay. Fliegt seltsam. Diese Soundeffekte. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, da ist der Viererwing schon etwas zu stark. Oh, der war ziemlich toll, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Kriege ich den hier raus? Hep. Das Ganze kann man jetzt mit dem Butter erledigen. Ah. Ah, das habe ich schon gemerkt, dass es zu toll war. Okay, dann nochmal so doll und dann müsste es passen. Yes. Nach dem 10. Ja, man sieht, dass der Paar die 4 ist. Ja, ich bin nicht so gut anscheinend. Also. Water Hazard, okay. Ach so. Yes. Der war gar nicht mal so schlecht. Komm ich drüber? Ah, der Wind holt's. Mach ich das Ganze mal. Hä, warum ist es der Butter? Hä, warum hat er denn auf einmal den Butter? Jetzt habe ich es falsch gemacht, jetzt habe ich es falsch gemacht. Ich habe genau in die Mitte vom Gelben getroffen. Wo bin ich? Ach, ich bin doch dort. Oh. Ich nehme mal den. Okay. Ah, Mist. Hoffentlich fängt es jetzt nicht wieder so an wie. Okay, nicht schlecht. Schön. Den Wind habe ich jetzt gar nicht beachtet. Fliegt aber sowieso in die andere Richtung. Ach, jetzt habe ich schon wieder. Achso, diesmal ging es sogar mit dem Wind. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Den muss ich da jetzt noch kurz drüber heben. Sollte so ganz gut gehen. Der war zu weit. Der war zu weit. Dann muss ich wohl auf den SW umsteigen. Gut. Rein. Nicht schlecht. Au!
Das war eine Anspielung. Ach so. Vielleicht kennt irgendjemand dieses Ding hier halt. Ich weiß eigentlich gesagt nicht, wie man das nennt. Diesen Golfplatz, sag ich mal. Ach, aus B-Sports. Das ist der nämlich. Zumindest ist der ähnlich aufgebaut. Das mit dieser Plattform da im Wald. Das war dort genauso. Das war dort genauso. Aber da war es deutlich schwieriger, das zu treffen. Ach, der ist drüber gerollt. Genau. Genau. Hä, wo ging der denn jetzt hin? Ah, Mist. Ach, das lief so gut. Hä? Ich check das nicht, ich check's nicht. Ja! Haha! Was? Den muss ich jetzt nur noch reinmachen. Ich habe ein paar bekommen. Nice. Hätte ich nicht gedacht. Warum fliegt der so komisch? Ach, der fliegt schief. Der fliegt schief, wenn man das nicht trifft. Ist doch klar. Das ist doch... Ach, jetzt habe ich die Mechanik verstanden. Habe ich es verstanden? Also der Abstand zählt. Der Abstand zählt. Aber, also je größer der Abstand ist, desto weiter schießt man. Weil man muss in das gelbe Feld treffen, damit der nicht irgendwie schief fällt. Beim Putter gibt es das zum Beispiel nicht. Gut. Dann hast du einen Boggy. Wie weit geht das denn noch? Der fliegt schief. Ach, schade. Wo bin ich? Lol, hä? Der ist doch da reingefallen. Darf ich trotzdem hier weitermachen? Bitte. Ah, okay. Gut, 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 gut. Gut. Schafft man das? Ich probier's einfach. Ach, dann muss ich glaube ich einen Vierer nehmen. Nee, schafft man nicht. Das kann ich lassen. Kann ich vergessen, das schafft man nicht. Der eine scheint doch besser zu sein. Also er schießt voll. Hä? Ach, man muss das jedes Mal neu einstellen, das ist doch dumm. Kritikpunkt. Man muss das jedes Mal nur einstellen. Das müsste mit dem Wind her, müsste es klappen. Bitte. Danke.
Der liegt nicht mal im Sand. Warum hat er jetzt den Puter? Das ist genauso wie bei dem ersten Aufnahmeversuch. Da lag der immer wieder drin. Aber nicht mit mir. Den hebe ich schnell raus. Das könnte man sogar schaffen. Dem vielleicht. Naja. Ah, knappes Ding. Noch 18 Versuche. 65 Punkte habe ich schon. Das ist gut, oder? Je mehr Punkte, desto besser. Ist das nicht so? Nein, okay, dann halt nicht. Ja, okay. Ich denke, das reicht, oder? Ich will jetzt auch nicht das ganze Spiel durchspielen. Das ist nicht der Zweck dieses Videos. Okay, mache ich noch dieses Stage. Oh Mann, bitte. Das war ja richtig hart verkackt. Oh Mann. The Water Hazard? Okay. Na, dann schieß lieber da hin, oder? Ah, da hab ich mich verschätzt. Aber es zählt. Ist anscheinend aus dem Wasser rausgerollt. Wie auch immer das funktionieren soll. Das ist schon zu weit, echt. Naja, das ist ne. Okay. Treffe ich das? Ja, 65 Punkte, das ist nicht gut. Gut, 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 gut. Der ist noch dran. Ach man, ich will aber auch nicht aufhören, das ist so eine Qual. Muss ehrlich zugeben, dass es sogar Spaß macht. Ach komm schon! Ist halt wieder ein Boggy. Wird es überhaupt so ausgesprochen? Naja, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Geht schon 25 Minuten. So lange würde ich ja schon nicht machen. Wobei ich schon die Idee hatte, die Parts immer eine halbe Stunde zu machen. Aber jetzt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Meine Links sind in der Beschreibung. Ich habe jetzt einen neuen Steam-Account, weil mein PC sich zurückgesetzt habe und ich den Schlüssel verloren habe. Genau, also der heißt so wie vorher, bloß mit der 1 am Ende. Und ja, das war eigentlich alles. Tschüss.